Ich habe da überhaupt nichts dagegen, denn dieses Spiel hier in Leipzig steht 3:1 für den 1. FC Lokomotive Leipzig gegen den FC Rot-Weiß Erfurt. Und da die Leipziger Zuschauer hier mehr mit den Ohren in Richtung Berlin hören und weniger mit den Augen noch auf dieses Spiel hier schauen, da wollen wir doch auch ganz schnell uns von Leipzig wieder weiter verabschieden nach Karl-Marx-Stadt. Bitte, Wolfgang Kempe. Da geht es in die letzten 10 Minuten. Und immer noch ist der FC Union trotz eines nahezu bewunderungswürdigen Kampfes Absteiger Nummer 2. Denn es steht 2:2 und die Fußballfreunde wissen es längst. Das Schicksal von 2 Mannschaften, von 3 Mannschaften, hängt von einem Tor ab. Das von Union hier, vom 3., vom Siegestor in Karl-Marx-Stadt, das von Vorwärts Frankfurt in Berlin, vom diesem gleichen Tor oder vom eigenen Ausgleich in Berlin und das vom BFC ebenfalls von einem eventuellen Ausgleichstor der Frankfurter, was den Leipzigern den Meistertitel bringen würde. Und wieder kommen sie, die Rot-Weißen, diesmal über den Mann mit der Nummer 2, das ist Morak, der schon längst wie viele andere Unionsspieler die Stutzen unten hat. Aber keiner hat einen Wadenkrampf. Alle halten sie durch, marschieren sie. Die 2 neu eingewechselten Platzek für Vogt und Weinrich für Adamczewski machen noch einmal neuen Druck. Dann wird vor der Karl-Marx-Städter Strafraumgrenze der nach innen schwenkende Enge gelegt. Und es gibt Freistoß für Union. Freistoß aus 17 Meter Entfernung. Und das ist natürlich etwas für die Berliner, für ihre Anhänger, für die Spannung, für die Stimmung dieses Spieles. Aber es dauert jetzt lange, ehe der Freistoß ausgeführt wird. Die Spieler sind am Erschöpfungsrand, fraglos. Auch die Karl-Marx-Städter, die wahrscheinlich mehr unter Druck gekommen sind, als sie das noch vor Beginn des Spieles für möglich gehalten haben. Die zweimal in Führung gegangen sind, zum 1:0 durch Illing, zum 2:1 durch Steinmann. Die aber nun eine kritische Situation überstehen müssen. Freistoß wird gespielt von Seier. Der läuft den Bogen an, der jagt den Ball in die Mauer. Der Abpraller kommt zurück auf Unglaube, der schießt, bleibt aber wieder hängen in der Karl-Marx-Stadter Abwehrmauer. Dann wird der Ball auf die rechte Seite auf Enge gespielt, der flankt die nach innen und da ist Thiemann draußen und hat übernommen. Das Spiel in Magdeburg ist durch die 1:0 Führung durch Wismut Aue aus dem großen Spannungsofen heraus. Wir bleiben also in Karl-Marx-Stadt und Berlin. Bitte, Thomas Schwarz. Ja, wenn man so will, die Hauptstadt zwischen Bangen und Hoffen. Steigt der 1. FC Union Berlin ab, spielt der nächstes Jahr nur noch in der Liga und ist der BFC Dynamo nur noch 4,5 Minuten von der 10. DDR-Fußballmeisterschaft entfernt. Aber das werden noch einmal aufregende 4 Minuten, denn die Frankfurter, sie drücken auch in dieser Schlussphase. Sie bleiben gefährlich und der BFC zwar feldüberlegen, wie man so schön dann immer formuliert, optisch überlegen, aber große Möglichkeiten, großen Chancen hat sich der Meister, der neunfache Meister in dieser zweiten Halbzeit eigentlich nicht herausarbeiten können. Einfach deshalb, weil die Frankfurter Deckung einen überaus geschlossenen Eindruck machte. Jetzt gab es wieder einen Freistoß des FC Vorwärts. Er blieb in der BFC-Deckung hängen. Und da hinten in der BFC-Deckung, ich will sie einmal nennen, es sind nämlich eigentlich alle Spieler dort in der Hälfte der Frankfurter, kein BFC-Spieler in dieser Schlussphase. Auch Greta, der für Doll gekommen ist, hilft da hinten aus. Natürlich auch Andreas Thom, der enorm viel gelaufen ist. Aber der heute auch im Frankfurter Schneider einen wirklich harten Kontrahenten hatte, der ihm das Leben schwer gemacht hat. Und die Frankfurter, sie beeilen sich. Noch einmal Einwurf von Schneider. Wieder auf seinen Libero, auf seinen Kapitän, auf Lothar Hause gegeben. Jetzt erwarte ich wieder einen langen Pass. Kommt dann auch. Kopfballverlängerung von Bennert bis zu Vogel. Bennert und Vogel, beides Blondschöpfe, aber beide quicklebendig, beide sehr schnell und flink und beide bringen der BFC-Abwehr durchaus Schwierigkeiten. Aus dieser Kopfballmöglichkeit wurde nichts, es gibt aber noch einmal Einwurf für den FC Vorwärts, schon gespielt von Lothar Hause, reicht dazwischen, noch einmal Einwurf für die Oderstädter. Das zeigt nur, also sie bleiben am Drücker, sie bleiben am Ball, hier der FC Vorwärts Frankfurt-Oder. 1:0, bitte Karl-Marx-Stadt, Wolfgang Hempel. Noch 6 Minuten zeigt die Stadionuhr an, aber Schiedsrichter Heinemann aus Magdeburg, der natürlich ein schwieriges Spiel zu pfeifen hat und der vielleicht den einen oder anderen Pfiff vorsichtshalber zu viel tut, denn das Spiel ist bei aller Schärfe nicht bösartig, der wird sicher nachspielen lassen, denn es hat auch schon eine ganze Menge Spielunterbrechungen gegeben. Natürlich ist auch auf den Rängen
ein hoher Erregungszustand. Freistoß für die Berliner von der rechten Seite. Da wird noch einmal vom Schiedsrichter Heinemann ein Spielernamen notiert. Nur gelbe Karten hat es schon zur Genüge gegeben. Nein, der Freistoß wird für die Karl-Marx-Städter aus der eigenen Hälfte herausgespielt. Also noch 6 oder 7 Minuten hier in Karl-Marx-Stadt. Karl-Marx-Stadt Union 2:2. Aus Sicht der Berliner Gäste genau ein eigenes Tor zu wenig. Bitte wieder Berlin. Hier ist wieder die Hauptstadt, hier ist wieder der Berliner Friedrich-Ludwig-Jahn-Sportpark. Noch 2 Minuten sind es und noch immer Spielstand 1:0 für den BFC Dynamo gegen den FC Vorwärts Frankfurt. Es läuft die 44. Minute und ich nehme an, Rosner wird hier kaum nachspielen. Es gab kaum Unterbrechung, vielleicht eine Minute. Jetzt kommen die Oderstädter noch einmal und das zeigt nur, in diesen letzten Minuten beherrschen sie hier die Szene, bestimmen das Spiel, bleiben gefährlich und jetzt sogar ein Notschlag von Greta in die Frankfurter Hälfte und alle Berliner jetzt in ihrer Abwehr. Jetzt spielen sie alle Verteidiger in dieser Schlussphase. Auch Thom, auch Greta, auch Küttner natürlich. Und jetzt Ernst dort hinten, gewissermaßen als zweiter Libero, fungiert er jetzt. Kopfballabwehr vom blonden Rainer Ernst und erneut Einwurf für den FC Vorwärts Frankfurt oder von der linken Seite. Und ich glaube, jetzt hört man es auch von Jürgen Buchs. Er sagt immer wieder, raustreten, raustreten. Und dieser Einwurf, der Frankfurter brachte nichts. Und Rutverleit hat das Leder und es läuft die 45. Minute hier im Jahn-Sportpark. Und immer noch 1:0. Jetzt werde ich mich ganz langsam, peu à peu, so an die Trainerbank, also ganz nach vorne bewegen. In Richtung Jürgen Buchs und Achim Hall. Ich meine, sie beide haben heute ganz bestimmt auch gelitten in dieser Partie. Denn es war alles andere als leicht. Noch einmal in Frankfurt ab. Angriff, vielleicht der letzte über Gajewski. Aber dann hoppelt das Leder ins Aus. Und jetzt beruhigt Jürgen Buchs seine Leute. Sie schauen natürlich jetzt auf die Uhr. 44, 57, 44, 58, 44, 49. Der BFC Dynamo gewinnt gegen den FC Vorwärts Frankfurt Oder mit 1:0 durch das Tor von Reich in der 36. Minute. Und der BFC Dynamo ist damit zum 10. Male en suite DDR-Fußballmeister unter der Führung der beiden Trainer Jürgen Buchs und Achim Hall. Herzliche Gratulation. Ich würde jetzt Folgendes vorschlagen, auch für das Funkhaus. Wir gehen jetzt schnell nach Karl-Marx-Stadt und ich bewege mich mal in Richtung Jürgen Buchs. Bitte Karl-Marx-Stadt. Da sind es noch 3 Minuten und da steht es noch 2:2. Union kann es noch dieses dritte Tor, das Siegtor, erzielen. Im Augenblick sieht es nicht mehr danach aus. Die große Angriffslust der Mannschaft ist wesentlich ruhiger geworden und fast abgeebbt. Die Kraftvergeudung war doch riesengroß bei den Rot-Weißen. 2 angeschlagene Spieler liegen auf dem Platz. Das gibt Spielunterbrechung für uns Zeit und Gelegenheit, andere Schlussresultate einzuholen. Ich glaube beispielsweise in Dresden. Dynamo gewinnt 3:1 gegen Jena. Minge war wieder der Kopfball-Torschütze und jetzt sind wir wieder in Berlin bei Thomas Schwarz. Ja, hier sind wir in der Hauptstadt und wir sind bei Jürgen Buchs. Jürgen, herzliche Gratulation. Dankeschön. Ja, ich glaube, es war noch einmal ein ganz schweres Stück Arbeit Ihrer Mannschaft heute gegen den FC Vorwärts Frankfurt. Die Frankfurter haben sich hier wirklich sehr teuer verkauft. Ja, die Frankfurter haben hier ein sehr gutes Spiel gemacht und bei uns lief heute nicht alles optimal. Ja. Vielleicht doch ein bisschen Nervosität in Ihrer Mannschaft? Ja, das... Also, wer das Spiel gesehen hat, der wird sicherlich gemerkt haben, dass wir nervös begonnen haben und auch gegen eine starke Mannschaft letztendlich dann bestanden haben. Ja, Sie selber haben auch ein bisschen gelitten. Sie mussten sehr viel reinrufen in das Spiel, vor allem in den letzten 10-12 Minuten, als Sie ja total in der Abwehr standen. Sie haben immer wieder gesagt, raustreten, raustreten. Heiser sind Sie nicht. Ja, vielleicht ab morgen. Denn ein paar Interviews müssen Sie noch geben. Vielen Dank, Jürgen Buchs. Ich will Sie jetzt erstmal hier entlassen, denn es folgen natürlich noch eine ganze Menge von Kollegen auch der Presse, des Fernsehens, die mit Jürgen Buchs noch sprechen wollen. Ich werde mich ranpirschen an die nächsten Gesprächspartner. Wir, so würde ich vorschlagen, geben nach Halle. Da gibt es wohl das Schlusszeichen.
Ja, hier in Halle ist das Schlusszeichen gekommen. Sie hören es, das hallische Fußballpublikum jubelt. Dankt noch einmal für die guten Leistungen des Oberliga Neulings aus Halle. 2:1 ist das Endresultat zugunsten der Lenzer über Stahl Brandenburg. Das sind die Schlussakkorde hier aus Halle. Und wir gehen jetzt noch einmal nach Karl-Marx-Stadt zu Ihnen, Wolfgang Kempel. Letzte Minute vielleicht. Freistoß für Union, Rechtsaußenposition. Der Ball liegt einen Meter außerhalb des Karl-Marx-Städter Strafraums beim Stande von 2:2. Alle Union-Spieler vor den Kasten von Karl-Marx-Stadt. Wir kennen diese Situation. Und jetzt noch eine gelbe Karte noch für einen Karl-Marx-Städter Spieler in diesem Augenblick. Aber das alles ist unwichtig. Das ist völlig unwichtig. Wichtig ist nur noch, was passiert in diesen letzten Sekunden. Den Freistoß wird Hirsch nach unten bringen. Auf der Unionbank stehen alle. Da kommt der Kopfball an den Pfosten und ins Tor. Union macht das Tor. Das 3:2. Wissen Sie, was das bedeutet? Das bedeutet nach dem Stand der Dinge, der FC Vorwärts macht ein großes Spiel in Berlin gegen den Meister und steigt ab. Und Union rettet sich in Karl-Marx-Stadt. Unglaubliche Situation. Freistoß von Hirsch getreten. Seier köpft an den Pfosten und den Abpraller drückt, wenn mich nicht alles täuscht, Enge über die Linie. Ein unglaubliches Ding hier im Karl-Marx-Städter Dr. Kurt Fischer Stadion. Der Anstoß wird noch einmal vollzogen. Wir sind nämlich jetzt schon in der 91. Minute und Schiedsrichter Heinemann hatte vorher schon zu seinen Linienrichterkollegen, zu Peschel und Satter, Nachspielzeit annonciert. Und die muss natürlich auch nun bei diesen neuen veränderten Verhältnissen durchgespielt werden. Karl-Marx-Stadt hat auch noch einen zweiten neuen Mann gebracht. Für Birner ist Lauterlei gekommen, nachdem schon Richter heraus war, für den Persigel ins Spiel gekommen ist. Die Karl-Marx-Stadter greift noch einmal an über Steinmann, der lange Zeit ein großes Spiel gemacht hat. Dann kommt Schiffert mit an der Union-Strafraumgrenze. Wird er gestoppt und Mäck kann den Ball nach vorn spielen, spielt ihn aber auf der rechten Seite in das Aus. Welche Dramatik hier in Karl-Marx-Stadt. Welches Aufbäumen der Unioner. Sie haben es tatsächlich geschafft, haben zweimal einen Rückstand wettgemacht und gesiegt. Ein Tollhaus im Karl-Marx-Städter Kurt-Fischer-Stadion. Die Unionsspieler liegen auf dem Rasen vor Erschöpfung und vor Freude und ihre Anhänger stürmen den Platz. Union hat es noch geschafft mit eigener großer Leistung. Diese Mannschaft hat tatsächlich in den letzten Wochen alles gebracht, was in ihr steckt. Sie ist auch heute an die Grenzen ihres Leistungsvermögens gegangen. Nun aber noch einmal zurück nach Berlin, Thomas Schwarz. Ja, also das ist natürlich eine Situation, auch hier in Berlin staunt man natürlich ob des Geschehens. Und ich sage es ganz ehrlich, auch der Reporter hat es jetzt nicht ganz einfach zwischen Erfolg und zwischen Trauer. Denn die Frankfurter, sie liegen jetzt förmlich auf dem Rasen. Sie können es einfach nicht glauben, denn sie haben hier beim Meister wirklich ein großes Spiel gemacht. Vielleicht sogar das Beste der Saison. Und sie müssen am Ende nun den Weg in die Liga gehen. In der 90. Minute fiel die Entscheidung letzten Endes gegen den Abstieg in dieser Meisterschaft. So, jetzt will ich mit meiner langen Schnur wieder in ein Freudenknäuel zurück. Mal sehen, ob das klappt. Jetzt bin ich gleich hier bei den BFC-Spielern. Ja, das wird klappen. Da ist er, Michael Schulz. 1:0 beim 1. FC Magdeburg. Auch hier spielten sich Jubelszenen ab. Die Wismut-Kumpel, die verließen mit freiem Oberkörper hier das Geläuf. Sie hatten die Jerseys in die Fangruppe hineingeworfen. Eine tolle Leistung für Wismut, aber mit einem Schamgefühl müssen, glaube ich, einige Magdeburger hier das Ernst-Rubisch-Stadion verlassen haben.
denn mit einer Serie von Peinlichkeiten ging dieses Fußballjahr zu Ende. Die Ränge wurden leer gespielt und beim ersten FC Magdeburg wird man für die nächste Saison wohl umdenken müssen. Hier also Magdeburg gegen Aue 0:1, fehlt noch ein Resultat und das erfahren wir von Jupp Rotländer aus Rostock. Ja, auch im Rostock-Ostseestadion ist das Spiel längst zu Ende. In der 88. Minute schaffte Jens Fahl noch das 2:2, also unentschieden zwischen dem FC Hansa und Stahl Riesa. Und wir geben wieder zu Thomas Schwarz nach Berlin. Ja, das Schlusswort will ich hier doch geben mit Rainer Ernst, denn der Rainer war vor 10 Jahren, schon damals als ganz junger Mann, bei der ersten Meisterschaft mit dabei. Die Freude beim 10. Meistertitel ist sicher genauso groß. Die ist genauso groß wie beim ersten. Den ersten habe ich... Da bin ich zum Einsatz gekommen, als die Meisterschaft schon entschieden war. Aber im Großen und Ganzen kann ich sagen, seitdem ich beim BFC in der Oberliga spiele, sind wir DDR-Meister geworden. Ja. Und es gab eben auch noch einen sehr schönen Chor, Hoch sollen sie leben, also die Berliner konnten auch gut singen, aber es war eine sehr schwer erkämpfte Meisterschaft, dieser 10. Titel. Ja, es war eine sehr schwer erkämpfte Meisterschaft. Man hat es auch besonders hier im letzten Spiel gesehen. Es gab keinen Schönheitspreis, wir wollten unbedingt gewinnen. Und der Erfolg heiligt die Mittel, da stand so viel auf dem Spiel. Und das sieht man auch in anderen Spielen, wo der Erfolg her muss, dass nicht unbedingt mehr schön gespielt wird. Und wenn man die Meisterschaft insgesamt betrachtet, Rainer, es gab auch Höhen und Tiefen beim BFC. Ich nehme vor allem an, man muss sich in der Abwehr ein bisschen was einfallen lassen, denn die hat da heute auch Probleme. Naja, das ist nicht nur ein Fall der Abwehr, das ist das gesamte Abwehrverhalten der Mannschaft. Das fängt bei uns Stürmern an, das setzt sich über das Mittelfeld vor. Also abwehren müssen alle 10, die auf dem Platz sind. Und das ist bis jetzt ein Problem und daran müssen wir arbeiten. Wir wollen nun in dieser Minute, in dieser Stunde nicht wegmessern. Der BFC ist völlig verdient zum 10. Male DDR-Fußballmeister geworden, hat die wenigsten Schwächen gezeigt aller Spitzenmannschaft. Rainer, Ihnen herzliche Gratulation. Gibt es heute noch irgendeine Fete, eine Feier? Bis jetzt ist es noch nicht angesagt, weil wir noch ein Spiel haben, das Pokalspiel. Und das Doppel steht dieses Jahr im Haus und wir möchten es gerne anstreben. Bis jetzt feiern wir noch nicht, aber ich möchte auch hier an dieser Stelle den Leipzigern gratulieren zum 2. Platz. Es hat nicht ganz gereicht, aber ich glaube, ein nächstes Jahr auf ein neues wieder. Und dem ersten FC Union nehme ich an auch. Ja, dem auch, denn es ist gut, wenn Berlin 2 Oberligamannschaften hat. Recht schönen Dank, Rainer Ernst. Ja, das war der Jahn-Sportpark und ich würde vorschlagen, nach diesen Gesprächen, wir haben alle Resultate auch erst einmal erhalten, zurück ins Funkhaus und dann den Überblick von Herbert Küttner. So, das war also unsere Originalkonferenzsendung vom letzten Fußball-Oberliga-Punktspieltag. In aller Ruhe noch einmal sämtliche Ergebnisse. BFC Dynamo gegen FC Vorwärts Frankfurt oder 1:0. Lok Leipzig gegen Rot-Weiß Erfurt 3:1. FC Karl-Marx-Stadt, 1. FC Union Berlin 2:3. 1. FC Magdeburg, Wismut Aue 0:1. Dynamo Dresden, FC Carl Zeiss Jena 2:1. HFC Chemie Stahl Brandenburg 2:1. Und FC Hansa Rostock Stahl Riesa 2:2. Damit ergibt sich folgender Abschlusstabellenstand. Je 37:15 Punkte haben der Meister, der BFC Dynamo, und der zweite Lok Leipzig. Dritter ist Dynamo Dresden mit 33:19 Punkten. Vierter Stahl Brandenburg 29:23 Punkte. Dann folgen punktgleich der fünfte, sechste und siebte in der Reihenfolge HFC Chemie, Carl Zeiss Jena und Karl-Marx-Stadt mit je 26:26 Punkten. Achter ist Magdeburg 25:27 Punkte. Punktgleich der 9. und 10. Rostock und Aue mit 23:29 Punkten. 11. ist der 1. FC Union Berlin mit 22:30 und 12. dann Erfurt mit 21:31 Punkten. Ebenfalls 21:31 Punkte für Vorwärts Frankfurt oder aber die um ein Tor schlechtere Tordifferenz. Erfurt -9, Vorwärts Frankfurt oder -10. Frankfurt oder der erste Absteiger und der zweite.